Beseitigung muffliger Gerüche, der beste Weg zu einem gesunden Raumklima. Erfahren Sie, wie Sie muffigen Geruch bekämpfen und die Luftqualität verbessern können, um Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit zu vermeiden. Unangenehme muffige Gerüche treten in vielen Innenräumen auf, insbesondere in feuchten Räumen. Diese Gerüche werden durch das Wachstum von Schimmel und Bakterien verursacht, die oft von einem charakteristischen Mischgeruch aus Erde, Feuchtigkeit und Pilzen begleitet werden. Dieser Geruch kann schon in geringen Mengen wahrgenommen werden, da die menschliche Nase bestimmte von Schimmelpilzen freigesetzte Stoffe, wie die Terpene 2-Methylisoboniol und Geosmin, schon in sehr geringen Konzentrationen wahrnehmen kann. Diese Gerüche sind jedoch nicht nur lästig, sondern können auch gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Längerer Kontakt mit Schimmel und Bakterien kann zu Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelgeruch und zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen zu ergreifen. Es gibt mehrere Lösungen, um muffigen Geruch zu beseitigen. Als erstes muss die Ursache des Problems ermittelt und beseitigt werden. Schimmel wächst in feuchten Umgebungen, daher ist es wichtig, für eine angemessene Belüftung zu sorgen und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu regulieren. Darüber hinaus ist es wichtig, undichte Stellen oder Wassereinbrüche zu reparieren oder die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit mit Motronik zu beseitigen. Eine andere Lösung ist die Verwendung von Lufterfrischern, wie Sprays oder Duftkerzen. Diese Produkte können den muffigen Geruch vorübergehend überdecken, aber sie beheben nicht die Ursache des Problems. Außerdem können einige Lufterfrischer gesundheitsschädlich sein, da sie schädliche Chemikalien an die Raumluft abgeben. Um Gesundheitsstörungen vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu erhalten, ist es also wichtig, Schimmelgeruch zu beseitigen und die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern.